Kawabunga und herzlich willkommen zurück zu... Ricky! Wir haben jetzt schon wieder angezündet. Herzlich willkommen zurück zu The Forest für Beispiel mit Ricky. Mach das Dings rein, ich hab die Schüttelfläche mal hängen. Hast du dich an der Fackel hier verbrannt oder was? Weißt du was, Mel? Nein, ich hab mich an dem Feuer verbrannt. Weißt du was, Mel? Aua! Was ist jetzt davor, ein Arschloch? Warum ist da noch was zum Essen? Ist da noch was zu essen drin? Oh, ist da wirklich. Nein, ich will's nicht essen! Ja. Guten Appetit! So, toll. Ich wollte gucken, was ich Tolles bauen kann. Ah, hier, so ein. Wow. Ein Haus. Kostet 82 Baumstämme. Findest du gut? Oder schlecht? Ja, passt das denn da rein? Na, ich kann es ja so halb über den Hügel bauen. Ja, mach doch. Bau mal hin. Gucken, wie viel das dann kostet. Warte. Ich meine, hier liegen ja noch genug Baumstämme, ich kann gleich welche mitbringen. 155 kostet es. Boah, ich hab nix. Ja, scheiß drauf, das bauen wir noch nicht. Oder willst du es bauen? Ja, warte mal, ich glaube, es wird ein bisschen billiger, wenn ich das nicht so am Hügel baue, dass da 1000 Loks runterfallen. Warte. Nee, so nicht. So. Was hat es jetzt gekostet? Nicht so viel. Sondern wie viel? 80 oder so. Ja, das geht auch noch. Dann viel Spaß, Mel. Ich ganz viel. Ja, alles das, was ich erfahren habe, du Fotze. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ich reiß mir dann monatelang den Arsch für auf. Aber warte, guck erst mal, ob es dir so gefällt. Ja, mach doch. Mir doch egal, ob es gefällt. Hauptsache es ist sicher und safe. Ja, das ist es. Kann man hier schon reingehen, hier schon rausgucken, schön Aussicht. Ja. Bin übrigens im feindlichen Territorium. Nur für Sticks. Ich hätte es natürlich lieber ein bisschen anders gebaut, aber dann würde es einfach mal 80 Baumstämme mehr kosten. Das lohnt sich nicht. Ricky, wir brauchen wieder Holz. Ja, draußen liegt noch ein bisschen. Deswegen, ich bringe auch schon mal ein bisschen was mit. Oh. Draußen liegt ja auch noch ein bisschen Wasser. Also vorne müsste ja, innen drinnen müsste ja auch noch ganz genug sein. Hier sollten wir noch einen zweiten Karren bauen. Ja, und dann solltest du vielleicht auch mal deinen Arsch bewegen. Ja. Ja. Nee, dann lass das Haus sein. So wichtig ist es auch nicht. Komm. Guck mal, ich habe Sticks gesammelt und dir nochmal eben zwei Holzstück mitgebracht. Krass. Ja, wie leer das hier vorne vor ist, ne? Das geht doch, ist voll okay. Hast du noch Sticks, die du mir geben kannst? Die hier draußen mal eben anbauen kannst? Ich guck kurz. Ja, das kommt mal eben her, mach mal eben hier ein paar Sticks ran schon mal. Ne, hab ich alles schon reingebaut. Okay, schade. Soll ich jetzt noch eine neue Karre bauen oder? Die braucht halt auch Sticks, ne? Warte mal, ich baue die mal hier. Karre. Wir sind drin. So. Bam. 21 Sticks braucht die. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Steine hier, die hier gespawnt sind. Und hau die mal dann hier mit rein. Zum Glück kann ich die von dieser Seite hier auch reinpacken. Ja, Sticks ist gerade sehr schlecht. Ja, hab ich gesehen. Ich nehme mal deine Karre erstmal mit. Ja. Hast du schon alles herausgenommen aus beiden Sachen? Wow, diese Steuerung. Was habe ich gemacht? Hast du schon auf beiden Sachen alles rausgeholt? Ja. Dann mach ich mal Steine soweit fertig. Ah, das sind dünne Bäume, ne? Die darf ich noch nicht abholzen. Wenn es Sticks werden? Achso, nee. Hier ist ein bisschen Marigold gewachsen, aber das reicht auch noch nicht. Marigold, das sind diese orangenen Pflanzen. Oh, Kerrygold wäre jetzt geil. Kerrygold? Ist das nicht eine Butter? Ja. Einfach mal so 500 Gramm Packung Butter reinziehen. Mmh. Aber wer doch der Shit hier ist. Als ob du es jetzt nicht wolltest. Als ob ich den Fisch hier geschlagen habe. Ich hab mit einem Stein Fisch K.O. gehauen und hab den erst eingesammelt.
Lol. Als ob du es jetzt nicht haben wollen würdest, Maeve. So ein bisschen Currygold-Butter. Ich hab Currygold zu Hause. Ich muss in den Kühlschrank gehen. Ich weiß, das wolltest du jetzt nicht hören, aber ist so. Ich hab den Fisch erschlagen. Ich hab noch einen Fisch erschlagen. Du kommst das mit. Ich schlag hier gerade Fisse mit meiner Axt. Fisse? Fisse. Ich hab einen Waschbärkopf geholt. Den hänge ich kurz an die Wand. Der ist wichtig. Konnte mich nicht raus was trinken? Ich muss was trinken. Ah, jetzt. Den hänge ich hier neben. Lass mal hinlegen. So. Wo ist denn hier der Trophäen? Trophy. Ich brauche einen Stick. Ist mal ein Stick? Nee. Ich brauche gleich noch genug Sticks hier für mein Projekt. Projekt Sicherheit. Perfekt. Ich bin wieder weg. Tschüss. Oh, guck mal hier, die ganzen kleinen Sticks, die sich hier schon wachsen. Wir haben bald wieder im Wald. Wo sind Sticks? In 40 Folgen. Wo sind Sticks? Na, die kleinen Mini-Bäume, die hier wachsen. Das sind Sticks. So. Was hast du da gerade geflüstert? Ich hab gesagt, mit dir nicht mehr. Mit dir nehme ich nie wieder auf. Hier zur Konkurrenz. Ach so. Maeve, meinst du, wenn ich hier unten noch baue, ist das dumm oder eher schlau? Wo denn? Bau einfach bis hier unten ganz runter. Ist mir egal. Irgendwann wirst du sagen, oh Ricky, gut, dass du da gebaut hast, weil genau da sind sie nämlich aufgespießt. Dachte schon. Mach ruhig, Ricky. Ich vertraue dir voll und ganz. Idiot. Ja, ich weiß. Fucking Lizard. Kurz wieder abwaschen hier. Hallo? Steuerung. Auch die Axt. Muss ich arbeiten hier. Schrecklich. Da, die da, die da. Geht weg, die Bambis. Alter, Rick, wenn wir das Haus haben, dann haben wir ein richtiges Haus. Ja. Dann sind wir besser als in meinem richtigen Leben. Das sind wir besser als im richtigen Leben von dir. Ich baue meinen eigenen Wohnwagen, fick dich. Sollen wir da so Räder reinbauen? Shit. Ah, ich wollte doch einen Wohnwagen fürs Wasser bauen. Was denn jetzt? Den Bootwohnwagen? Den Wasserwohnwagen? Den Wasserwohnwagen. Hauswohnwagen? Da gucke ich gleich mal, wie teuer der ist. Ich möchte, dass mein Ricky auch noch seinen Wohnwagen auf dem Wasser kriegt. Geil. So, mal gucken. Hausboot. 48 Holz. Wie geht da noch? Das werde ich unten direkt am Wasser bauen, nehme einen riesen Wald, dann habe ich das instant fertig. Das ist dann mein Projekt. Dein Projekt ist dann das Haus. Mein so, Projekt? Nee. Ich fahre dir mal deine Karre wieder hin. Ja. Stimmt, das war ja mein Projekt und ich wollte ja so einen Steg bauen und dann dein Wohnwagenboot. Aber da musstest du so dringend kacken. Ja, ich erinnere mich. Das Kackfinale. Das war die letzte Pause. Da unten ist es, da unten steht schon ein Steg, Maeve. Ach, hab ich schon, aber das ist nicht fertig, oder? Nein, aber da unten ist schon so ein Ausschnitt. Ja, wie gesagt, ich bin nicht fertig geworden. Du musst halt auch echt kacken. Ja, das musstest du. Wo finde ich denn jetzt hier noch Sticks weiterhin? Ist ja überhaupt gar nichts mehr. Du Sticks? Diese Stickbäume sind ganz, ganz selten nur noch.
Was, als ob ich alles in der Umgebung schon abgeholzt hätte? Nee. Doch. Als ob. Das glaube ich dir nicht. Sollte vielleicht aufhören, einfach nur einfach Bären so zu essen. Oh, hier schreit jemand. So. Ich würde natürlich gerne eine Karre mitnehmen, aber die brauchst du ja gleich dann. Ja. Oder machst du Sticks noch? Wie, ich stelle schon fertig? Nee, doch. Deiner ist aber fertig, ja. Ich finde echt nur noch Sticks. Nur noch ein Rock. Ja, pack ihn da hin. Es fehlt nur noch ein The Rock. Wow, Rock fertig. Fehlt noch der Old Pot. Den ich ja schon seit Folge 3 suche. 80 Sticks und 71 Logs. Ah, das hat mich der Clayton anschreibt, hier mit in der Aufnahme. Wer denn? Unprofessionell, keine Ahnung, der will wahrscheinlich H1 Z1 spielen. Wir nehmen auf, Potze. Wegen sind wir in den Aufnahmeraum. Mhm. Das ist ja auch der letzte Part, den wir erstmal wieder machen für 8 Jahre. Was nicht, haben wir wie viel ist das eigentlich? Ich hab nicht mitgezählt. Ja, wenn wir nicht mindestens 7 haben, haben wir sowieso noch einen. So. Also ich hätte noch Bock. Hausboot. Moment mal, können wir hier überhaupt rausfahren mit dem Boot? Oder ist es denn hier auf diesen See beschränkt? Das ist auf diesen See beschränkt. Wollen wir das denn so haben oder wollen wir lieber außen das Boot haben? Ich weiß nicht, wir wollen doch mal irgendwann fliehen bestimmt, ne? Ich hab gerade so gefurzt. Ach komm, ne? Ich baue den trotzdem hier erstmal hin. Das ist erstmal dein Hausboot und du musst da nicht weit weg. Reicht ja, wenn du hier in der Nähe bleibst. Was soll das heißen? Du musst da nicht weit weg. Fang nicht an wie meine Mutter. So. Siehst du das? Ist das heimisch? Alter, ich fühle mich direkt wie zu Hause. Ich hätte auf die andere Seite bauen sollen zu den ganzen Bäumen nach. Ich passe auf die andere Seite zu den ganzen Bäumen. Du machst den Steg. Ah nee, du machst das Haus oben. Ich mach das oben soweit fertig. Sehe ich schon, der Steg wurde das letztes fertig. Sind das jetzt dicke Bäume oder? Der Steg braucht ja nur noch 13 Stück, das geht ja voll. Wenn du ein paar Sticks mitnehmen kannst, nimm die ruhig mit und pack die dann oben immer ins Lager rein, okay? Ja, ja. Also pack dich einfach mit Sticks voll, das wäre super. Wenn du willst das einmal machen, dann können wir uns oben. Mach ich. Gut. So ein bisschen wir das Lager nach oben voll kriegen. Ob ich einen Stickholder auf dem Hausboot bauen kann? Dann könnte man quasi, dann hat man quasi ein Transportmittel. Wäre gar nicht mal so doof. So, ich muss erstmal das Boot hier hinsetzen. Large Raft. Das war teurer. So. Ich bin gespannt. Wenn es fertig ist, dann glitscht es sich irgendwo hin und fliegt 1000 Kilometer weg oder so. Wie kann ich ja nicht. Ja? Was? Alles, was da hängt, kann man das so essen schon? Ja, normalerweise schon. Ich würde gerne Energy Mix machen. Hallo. Das und das. So, Energy Mix. Jetzt kann ich hier die Bäume killen wie ein Weltmeister. Wie macht man sich denn Energy Mix? Mit zwei Pflanzen kombinieren. Das kann ich wieder helfen. So wie du halt auch Medizin machst. Nur halt zwei andere Pflanzen. Oh, keine Energy. Kurz warten. Ich habe übrigens all das Geld aufgehoben, was der Typ da hatte, ne? Ja, ich habe auch, da war eine ganze Kiste, die habe ich geleert. Oder was meinst du? Ja, ich habe das ganze Geld mitgenommen. Ja, ich auch.
Maeve! Hier ist so ganz großer und 8 andere. Vor unserem Haus. Ja, okay. Und ich werde angegriffen. Und er ist fast as fuck. Okay. Hilfe! Soll ich einfach kommen? Ja! Okay. Ich brauche wahrscheinlich das Katana, ne? Ich versuche jetzt reinzurennen. Aber ich glaube, das klappt nicht. Ich werde gebumst, Maeve. Ich werde hier gebumst. Bleib im Leben einfach. Ich bin tot. Scheiß dir irgendwann mal so in deinen Hals, Alter. Ich war versucht wegzurennen. Die waren mega schnell. Die haben mich denn irgendwie rangedrückt. Die waren mega schnell. Waren die eigentlich mega schnell, Ricky? Die waren mega schnell. Soll ich jetzt da hoch, um auszusterben, oder? Du schaffst das. Was machen die auf einmal da vorne? Komm her. Ist da bloß auf. Hä? Ja, Wichser. Ja, du auch. Komm her. Ist da bloß auf mich. Auch dich mach ich fertig. Du musst ja schon früher aufstehen. Oha. Werden die nicht an den Stacheln verletzt? Das ist ein böser Typ. Den will ich lieber anzünden. Werden die nicht an den Stacheln verletzt? Ja. Aber die sind noch nicht fertig an der Stelle. Als ob meine Fackel nicht brennt. Ich hab die doch gerade angezündet! Fake and Clay, ey. Alter, du scheißt mir immer den Hals, ich kann da nichts mehr. Der hat einfach die Stacheln kaputt gemacht, der hat die Mauer kaputt gemacht, ey. Boah, ist er laut! Der die Mauer kaputt gemacht. So, tot, du Wichser. Ich bin gleich tot, beleb mich schnell wieder. Bin gleich tot, der Kopf ist gleich voll. Ich bin da, Rip. Nee, ich bin wieder da. Also, Ricky, sonst würde ich besser deine Verteidigung aufbauen. Alter, die Fresse. Ich hab die Mauer kaputt gemacht. Das ist nicht sehr sicher hier, was du gebaut hast. Wie kann das sein, dass der einfach die Mauer kaputt macht? Alter. Und Ricky wieder instant tot, das ist das Allerwichtigste. Sag du mir noch einmal, das ist unwichtig, was ich hier gebaut habe, ne? Warte. Das ist sowas von wichtig, was wir hier bauen. Wollen wir hier eine Tür reinbauen? Verbraucht die weniger? Kann man die Mauer nicht irgendwie verstärken? Aber ja, mach eine Tür rein von mir aus. So, Tür. Soll ich nach innen aufgehen oder nach außen? Nach außen, ne? Wie die anderen auch. Ja, Jori, ich würde sagen, du hast hier noch was zu tun, ne? Das ist so leicht. Achso, das kann ich erst bauen, wenn es fertig ist. Ne? Das ist natürlich blöd. Wir müssen natürlich jetzt erstmal das fertig machen. Aber ne? Wir können erstmal schlafen gehen, ne? Der wird schon über Nacht richtig gefickt. Ah, hast du die Tür offen? Kleines Stück. Hast du gesehen, Maeve? Du sagst immer, es ist unwichtig, was ich da baue, ne? Also so wirklich geholfen hat's gerade nicht, ne? Nein! Nein! Wir haben angegriffen? Ja. Ausgerechnet jetzt? Hast du diesen Gong gehört? Und warum muss das jetzt sein, wo wir keine Mauer haben? Vielleicht ist das der Grund. Ich mache ein bisschen Licht, dass ich was sehe. Die Ficker sind da. Wow! Kommst du mal, als ob er hier hochhüpft? Kommt her. Ich mach euch fertig, ihr Penner. Los, der Nächste. Wo bleibt der Nächste? Du lebst ja noch. Schnauze hier. Maeve, wir sollten echt die Mauer fertig bauen, oder? Komm her! Wo bist du? Das war's, wir können ja schlafen. Nein, da kommt noch welche. Wo? Oh, ich sollte Medizin nehmen. Da kommen nicht viele, oder? Oha. Was guckt ihr hier so, hä? Hier gibt's nichts zu gucken. Ja, der sieht aus Pisst wie Mankind. Euch. Ja, der ist wieder so schnell. Pisst euch. Denkst du, das ist Sonic oder was? Das ist ein privater Raum hier. Warum ist das ein privater Raum? Dann kommt noch einer.
Kann er nicht angehen. Das ist für Fotzen. Weißt du, die ganze Zeit trauen sie nicht und dann kommt der Dicke, weißt du, macht die Mauer kaputt. Ne? Seht ihr zu, dass ihr euch hier verpisst. Du kleiner Scheißer. Du bist eine Frau. Stopp. Nee, ich würde ganz gerne die Tür nächsten Paar fertig bauen, okay? Oder ist der nächste schon? Hallo, Dicker. Wo ist er denn hingesprungen? Gut, dass wir die Katana haben, ey. Ja. Oder das Katana. Was ist das jetzt? Habt ihr noch nicht genug? Na, komm her. So, Leute, jetzt ist es soweit. Ricky? Ja. Ich entzünde unseren Penis. Das ist unsere Kriegserklärung an euch. Ihr Wichser. So, wir gehen schlafen. Okay. Ich hab dieses riesige Loch hier. Warum mach ich nicht? Warte. Kann ich das hier nicht abreißen? Komm jetzt. Ich kann das auch quasi abreißen und einfach die Tür dann immer zubauen, ne? Gott sei Dank, oder? So, Maeve. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen. Im nächsten Part machen wir dieses riesige Loch hier zu. Ja. Oh Mann. Aber wie kann das sein, dass der Dicke da einfach so durchgeht? Ja, das ist ein Riesen. Der ist halt sehr stark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.